Wir alle lieben Urlaub. Damit der Urlaub aber auch gut wird, sollte man sich vorher über den Ort informieren. Es gibt nämlich einige Orte, die man besser meiden sollte, damit man wieder heil nach Hause kommt. Deswegen gibt es heute für euch 5 gefährliche Touristenorte, die du kennen solltest. Nummer 5. Der Devil's Pool. Die berühmten Victoria-Fälle sind ein beliebtes Touristenziel. Kein Wunder, der Anblick ist echt atemberaubend. Hier stürzen mal eben tausende Kubikmeter pro Sekunde insgesamt über 100 Meter in die Tiefe. An der Grenze der afrikanischen Länder Sambia und Simbabwe können Adrenalin-Junkies direkt am Abgrund der Victoria-Fälle schwimmen. Auf eigene Gefahr wohl bemerkt. Es ist nur ein kleiner Bereich aus Naturstein, in dem sich die Besucher vergnügen können. Knapp dahinter befindet sich auch schon direkt der Abgrund. Während der Trockenzeit zwischen September und Dezember kann man mehr oder weniger gefahrlos dort baden. Dann ist das Wasser flach genug, um bis an die Kante heranzuschwimmen. Eine natürliche Felswand nur knapp unter der Wasseroberfläche hält dich davon ab, den Abgrund heruntergerissen zu werden. Dennoch muss man aufpassen, um nicht in die Strömung zu geraten. Schon einige Menschen ließen leider dort ihr Leben. Nummer 4. Hängender Stein. Eine Wanderung auf den Kjerag gehört zu den spektakulärsten Erlebnissen in Südnorwegen. Das Highlight ist der Endpunkt der Wanderung, der Kjerag-Bolten. Das ist ein riesiger Fels, der zwischen zwei Felswänden eingeklemmt ist, in ca. 1000 Meter Höhe ohne Boden über dem Lysefjord. Für viele Wanderer ist es schon fast Pflicht darauf, ein Foto zu machen. Wer mutig ist und den Schritt hinaufwagt, der kann auch ganz einfach mit einem weiteren Schritt in die Tiefe stürzen. Falls es Mutige unter euch gibt, reist am besten in den Sommermonaten hin, wenn kein Schnee mehr liegt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch würde sich trauen, auf diesen Stein zu gehen? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Nummer 3. Hua Chan-Pfad. Die Treppe zum Himmel. So wird der Hua Chan-Wanderweg im chinesischen Hua Chan-Gebirge genannt. Wandern, das hört sich doch harmlos an. Aber glaubt mir, dieser Wanderweg hat es in sich. Streckenweise führt der Wanderweg nämlich auf nicht wirklich breiten Brettern um den Berg. Nur eine Eisenkette, die in den Fels geschlagen ist, beschützt dich vor dem Fall. Die Konstruktion dieses Weges erinnert doch irgendwie an ein Bücherregal, das an die Wand geschraubt ist. Und darauf soll man gehen? Verlässliche Angaben von Todesfällen gibt es bisher nicht. Es kursieren jedoch Gerüchte, dass es etwa 100 im Jahr seien. Und was erwartet die mutigen Wanderer oben? Ein Teehaus. Da kann man sich erstmal Erholung gönnen, denn der Abstieg ist nicht weniger anstrengend. Nummer 2. Haifischparadies. In der Republik Südafrika soll man den Strand Fishhoek besser meiden, wenn man Angst vor Haien hat. Im Normalfall gehört der Mensch aber nicht auf den Speiseplan des Hais. Ich will hier keine Panik verursachen. Die Anzahl der Angriffe an der Fischerküste ist in den letzten Jahren gestiegen. Wissenschaftler begründen das mit dem Klimawandel. Wegen des Klimawandels wurden die Haie aggressiver. Das gilt jedoch nicht nur für diesen Strand, sondern auch für andere Strände. Für Touristen werden dort Tauchtouren angeboten, bei denen man weißen Haien direkt in die Augen schauen kann. Dabei hat man aber zum Glück den Schutz eines Käfigs. Nummer 1. Nyossee. Der Nyossee ist ein Kratersee in Kamerun. Er befindet sich in einem alten Vulkankrater im Oku-Vulkangebiet. Der See ist durch die Nyos-Tragödie bekannt geworden, bei der im August 1986 auf einmal große Mengen von Kohlendioxid aus dem See austraten und dadurch etwa 1700 Bewohner der umliegenden Dörfer umkamen. Im Laufe der Zeit hat sich am Boden des Sees immer mehr Kohlendioxid gesammelt. Bei dem hohen Wasserdruck in 200 Metern Tiefe können sich theoretisch etwa 16 Liter Gas in einem Liter Wasser lösen. Wenn dann ein Ereignis wie ein kleines Erdbeben, vulkanische Aktivitäten oder ein spontanes Ausgasen aufgrund beginnender Übersättigung die Wasserschichten durchmischt und gesättigtes Tiefenwasser in höhere Schichten gelangt, wird dieses durch Druckentlastung und Temperaturänderung schlagartig übersättigt und gast Kohlendioxid aus. Da CO2 schwerer als Luft ist, sammelt sich Gas am Boden und fließt als geruchloser Gasstrom durch die umliegende Umgebung. Eine Anreicherung in der Atemluft von mehr als 8%, die bei der Katastrophe von Nyos wahrscheinlich vorlag, kann beim Menschen zu Bewusstlosigkeit und in der Folge zum Tod führen. Das war's auch schon. Wenn euch dieses Videothema gefallen hat, lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.